Alle Flüssigkeiten sind gecheckt. Wir, ja, wie ihr es vielleicht schon im Titel gesehen habt, im Thumbnail, wir wollen los. Wir werden eine fette Tour auf uns nehmen, 1400, 1500 Kilometer. Allein die Hinfahrt, ja, wir fahren mit dem T4 ans Mittelmeer. Leute, komplett spontan. Ihr seht, ich sehe schon aus wie Sau. Ich bin voll in den Vorbereitungen. Öl checken, Wasser checken. Reserverad habe ich nochmal getauscht, dass wir ein ordentliches Reserverad auf jeden Fall haben. Meine Frau ist am Sachen packen. Heute Abend geht's los. Wir fahren recht spät los, dass wir über Nacht fahren, dass wir vielleicht vormittags schon in, ja, Kroatien sind. Also es geht nach Kroatien mit dem T4. Wir fahren mit Anis Bus, nicht mit meinem T4. Leider auch nicht mit meiner T3 Doka. Wäre natürlich auch mega gewesen. Machen wir dann vielleicht nächstes Jahr, hoffe ich. Und mein T4, ja, es ist einfach, denke ich, zu eng, zu viert in dem kleinen Bett, weil wir dann doch in Kroatien mal ein, zwei, vielleicht drei Nächte im Bus pennen wollen. Und ja, auf jeden Fall mal Kroatien entdecken. Wir waren noch nie in Kroatien. Es ist auch schon 3 Jahre mittlerweile her, wo wir mal am Mittelmeer waren. Sonst immer nur geflogen. Diesmal fahren wir wirklich selber. Bin auf jeden Fall sehr gespannt, was uns erwartet, Leute. Allein die Fahrt dahin. Eieiei. Okay, gut. Wir wollen nicht lange rumschnacken. Wir sind jetzt noch am Packen und dann geht's heute Abend los, Leute. Ich bin sehr gespannt. Freue mich riesig. Endlich mal wieder Mittelmeer. Mit der ganzen Familie. So, erster Halt. Erstmal Tankstelle. Erstmal die günstigste rausgesucht. Und jetzt erstmal einmal voll proppen das Ding. Und dann geht's Richtung Nord, Süden. Richtung Süden. So, auf geht's. Sind wir gleich da. Die ersten 500 Kilometer sind geschafft. Leute, Fahrerwechsel. Bus schlägt sich tapfer. Ich hoffe, es bleibt so. Kinder schlafen fein. Und jetzt geht's weiter. Anni fährt und ich ruhe mich ein bisschen aus. Der Preis ist heiß hier an der Stelle. Diesel 2,50 Euro, Leute. Was geht hier ab? Und eine ficknette Vignette brauchen wir natürlich auch noch für Österreich. Irgendwie so. Geschafft, wir sind in Kroatien und dürfen wieder eine Gebühr bezahlen. Autobahngebühr. Wir haben schon zweimal Tunnel bezahlt, wir haben zweimal Maut bezahlt, Österreich Maut, Slowenien Maut, Vignetten, ja genau. Und jetzt schon wieder Autobahngebühr, ey. Die kassieren hier ab und nochmal. Stehe ich hier im Stau wegen 2 Euro. Ja, das sieht auch schon nach was aus hier. Mittelmeer, wir sind da! Wir sind da! Hat Henriette gut gemacht, ne? Oder wie heißt dein Bus?
Ja, das wird dann wohl der Spot für die Nacht. Richtig geil am See. Ja, bin gespannt. Angeblich soll es hier Bären geben. Ich hoffe, dem begegnen wir nicht. Wem das Auto gehört, weiß ich auch noch nicht. Hab noch niemanden gesehen hier. Oder? Wir sind heute in Urlaub. Wir schlafen hier immer. Na dann, bauen wir alles auf hier. Wir machen hier alles. Wir schlafen jetzt hier. Oder war das ein Witz mit den Bären? Hattest du das gelesen mit den Bären? Ja. Gibt es ja echt welche? Es gibt wirklich Bären hier. Gut durchgehalten. Ja, 1400, 1500 Kilometer. Hier kommt eine Wärme raus. Flüssigkeiten sind auf jeden Fall alle noch da. Öl schaue ich morgen nochmal nach, bevor wir wieder losfahren. Aber erstmal bauen wir jetzt unser Bett auf. Dann schmeißen wir vielleicht noch ein Grillerchen an. Und dann ist das unsere erste Nacht in Kroatien. Schlafen wir denn alle hier zusammen? Schlafen so rum, oder? Jo. Alles klar. Guck mal, wer so rein. Ja, und hier vorne sieht so aus. Schön müdig. Der See brennt. Ach ja, Leute, so lässt sich's leben hier. Schön hier. Hast gut ausgesucht. Ja, ne? Wir haben ein bisschen deniert. Jetzt machen wir die Kinder noch Bett fertig und dann ist Feierabend hier heute. Mal gucken, was der morgige Tag so bringt. So, Ruhe jetzt hier. Schlafen. Wartet auf mir! Wartet auf mir! So sieht das nämlich immer hinter der Kamera aus. Nächster Stopp ist dann erstmal Unterkunft suchen. Müssen unbedingt duschen. Und ja, Strand heute wieder auf jeden Fall. Kuna. Was sagst du? 1,70, ne? Also Dieselpreis 1,70. Läuft. Läuft bei uns. Das ist eher das falsch aus. Das wahrscheinlich. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg nach Omis. Omis? Ja. Wir haben eine Unterkunft gemietet. Und da werden wir jetzt erstmal die Nacht verbringen, damit wir dann auch mal duschen können. Bus schlägt sich auf jeden Fall wacker. Gut durchgehalten. Und ich hoffe, es bleibt dabei und macht uns keine Probleme. Auf jeden Fall landschaftlich mega geil hier. Vor allem mit dem eigenen Auto zu fahren, macht natürlich übel Spaß. Weiter geht's. Ja, jetzt habe ich die Chips mit auf dem Bild. Ist doch egal. Ich hoffe, ich komme jetzt hier auch wieder runter. Wir sind hier an so einer kleinen Bucht. Und da wollen wir mal
ins Wasser, ein bisschen Abkühlung. Meine Frau hat mir vorhin erst mal gesagt, dass es noch 200 Kilometer sind bis zur Unterkunft. Ja, und deswegen für die Kinder einmal ins Wasser und natürlich auch für uns als Abkühlung. Aber erstmal muss ich hier irgendwie wieder runter. Geil. Was haben wir gelernt, Leute? In Kroatien braucht man unbedingt Badeschuhe. Wegen den ganzen Steinen hier. Ist auch normal. Sehr steinig hier, hä? Ja. Ja. Also nicht weitergehen. Warum nicht? Aber komplett drin hier. Mit der kaputten Kamera. Achso, mit der Kamera wird das nichts, ne? Ja, die Bucht ist leider nicht so ideal für Kinder mit den riesigen Steinen im Wasser. Aber sie können jetzt ein paar Steine werfen und dann machen wir uns am nächsten Strand. Mal gucken, ob wir Sandstrand oder irgendwas mit kleineren Steinen finden, wo man dann auch mal mit den Kindern ins Wasser gehen kann. Maschallah, hier Golf 2 zum Mitnehmen. Fenster ist auf. Schlüssel steckt nur nicht. Sogar ein Diesel. Finger weg. Finger weg. Ja. Da war die Sonne auch schon weg. Ja, Tag 2 neigt sich schon dem Ende zu. Wir suchen jetzt noch unsere Unterkunft und mal gucken, was der Tag morgen so bringt. Auf jeden Fall, Wasser ist definitiv angenehm. Also gar nicht so kalt wie gedacht und salzig.